Hallo und willkommen zurück zu Resident Evil 4. So, dann wollen wir mal mit Kapitel 10 weitermachen. Und da sind wir wieder. Hey, den Arsch erkenne ich doch überall. Das gehört wieder zu dieser einen. Genau zu der da. Also, was Neues zum Bernstein? Ich weiß nichts. Nein, tut mir leid. Sie anscheinend auch nicht. Aber mein Helferlein stiftet ordentlich Unruhe. Alles wird laufen wie geplant. Solange du deinen Hund unter Kontrolle behältst. Der tut nichts. Glaub mir. Schön. Behalte ihn. Aber beschwer dich nicht bei mir, wenn er dich beißt. Bin ich das Hündchen oder ist es Louis? Ich glaube, der meint mich. Oh je. Die Ashley sieht nicht gut aus. Ich werde angerufen. Meinen Rat befolgt? Ada? Sicher nicht, also würde dich das interessieren. Wie es aussieht, geht's im Thronsaal gleich zur Sache. Babysitten nervt, hä? Ein bisschen. Vor allem, Ada? das wird extrem schlecht bezahlt. Super. Komm, nimm die Axt. Du willst es doch auch. Immer noch dieselbe. Oder hier den Morgenstern. Das wäre doch eine Waffe für mich. Vor allem, da ich keine Munition habe. So, ich glaube, hier drin warmer. Sind das Antilopen? Die kommen mir unbekannt vor. Ah, da haben wir den einen Kopf her. Okay. Hier war mal drin. Ich glaube, da ging es auch nicht weiter. Der Händler ist immer noch da unten. Das ist ja wunderbar. Oh, eine Laterne. Kann ich die haben? Nö, anscheinend nicht. War aber auch das schöne Ich Kultistensymbol habe da. was, das könnte dir gefallen. Willkommen. Hab Ja. seltene Ware im Angebot, Fremder. Na, das will ich sehen. Oh, Rohstoffe S, die brauche ich zum Munitionscraften. Her Das damit. ist das, habe ich nicht immer vorrätig, Fremder. Ja, her damit. Besser zu gut vorbereitet. Habe ich recht? Naja. Striker. Eine halbautomatische Flinte, die sich wegen ihrer weiten Streuung besonders auf kurze Distanz Meine Waffen sind in einem bewährt. Top-Zustand, das Das ist ja eine versichere ich. coole Waffe. Schaden 9. Was macht denn meine Schrotflinte? Die Riot Gun. Im Ist mir Graben eigentlich egal. bin Weg ich dir doch damit. ganz fremder. Oh, dafür bekommst du ein Glück. Damit ballerst du in 0, nichts ein ganzes Feuerwerk auf Das ist deinen der Gegner. Plan. Wenn ich Munition dafür kriege. So, dann noch die schwere Granate, zumindest das Rezept dafür. Wissen ist Macht. Merkt ihr das, Partner? Und Ich hab dann nur die wahrscheinlich noch feinste reparieren. Ware im Ja, schön Angebot, für dich. Fremder. Weiterhin viel Glück, Fremder. Kleinigkeit. Okay. Komm Ich jederzeit bin wieder. finanziell komplett am Ende mal wieder. Das können wir speichern. So, Kapitel 9 brauche ich nicht mehr. Wir speichern ganz oben. Wunderschön. So, wo können wir denn jetzt alles hin? Inzwischen hier offen? Eine Ratte, die müssen wir doch fertig machen. Das war erst die zweite? Oh, ich mag seit dem letzten Mal Rüstung nicht mehr. Seid ihr freundliche Rüstung? Ich nehme einfach mal an, dass ihr freundliche Rüstung seid. Ach, stimmt. Hier kommen wir her. Hier war auch keine Munition mehr. Nur ein Löwenkopf. Na gut, aber zumindest eine Ratte gefunden. Ich höre leider so viel Geräusche. Das gefällt mir gar nicht. Man sollte meinen, inzwischen habe ich mich dran gewöhnt, aber ich hab's nicht. Also, Antilopengang. Da wollte man halt nicht hin. Ist interessant, ich habe ein neues Mikro dran und das ist auch von Antilop. Das finde ich gerade witzig. Wo geht's denn da lang? Ich glaube, hier geht's weiter. Wird aber erstmal gerne looten. Oh, Pistolenmunition. Ungelernter Ritter. Ich suche nach einer mutigen Seele, die dieses Monstrum von einem Ritter beseitigt. Aber sei gewarnt, er ist viel stärker als die anderen, hat einen unserer besten Männer mit nur einem Hieb in zwei Hälften geteilt. Im Mausoleum. Hätte ich Munition, wäre das doch was für uns. Oh, wieso ist hier wieder so dunkel? Muss das sein? Ich will doch nur den schönen Loot.
ohne die Angst. Glaubt, das habe ich mir inzwischen mal verdient, was ich hier alles durchmachen muss für Ashley. Eine Schatztruhe. Oh, doch keine Schatztruhe, zumindest nicht für mich. Okay, es wird gruseliger. Ratte! Da ist eine Ratte! Ich werd nicht mehr. Ja, pelzige Bücherwürmer. Quest mal wieder abgeschlossen. Wird Zeit, dass wir mal eine erledigt haben. So, will hier jemand aufs Maul? Ich glaube ja. Ich weiß, wo wir sind. Auf dem Weg ins Mausoleum. Na gut, die Schrotflinte haben wir ja zum Glück noch. Ich schau mal, was sich so craften lässt. MP-Munition, Pistolen-Munition, Blendgranate könnte nicht schaden, vor allem gegen diese Rüstung. Gesundheit, ja. Kräutermischung, grün und rot. Und grün und grün. Das sieht doch wunderbar aus. Ja, Inventar ist sehr schön. Schätze haben wir auch ein paar. Und dann, oh, das ist schnell umdrehen. Das war mein Caps Lock. Ich muss mal dieses Overlay ausmachen. Also herstellen. Nicht sonstiges, sondern ich hätte hier noch Pistolenmunition. Achso, da brauche ich jetzt 5 Schießpulver für. Die habe ich nicht mehr. Sei es drum. Einmal nachladen. Nachladen. Okay, anscheinend voll. Nur 9 Schuss in dem Magazin. Da muss ich aber gut treffen. Wo sind denn die Rüstungen hierhin verschwunden? Da waren doch so viele. Na gut. Ich beschwere mich mal nicht. Vielleicht haben die sich alle unten versammelt, um die Boss-Rüstung zu verteidigen. Das wäre nicht so gut. Ja, her mit dem Zeug. Schießpulver, wunderschön. Dann können wir jetzt tatsächlich... Hey, ich wollte mich doch nicht ducken. So, tatsächlich nochmal Munition. Nö, braucht immer noch 1 Schießpulver mehr oder 2 Schießpulver mehr. Keine Ahnung. Oh oh. Oh oh. Die hat schon so rote Augen. Ich hab Angst. Wieso sind da wieder so viele? Wo sind meine Blendgranaten auf der 3? Okay. Okay, Zeit für einen Tritt in den Blecharsch, Jungs. Komm schon raus. Au! Au. Ich muss mal ein Health-Item nehmen. Ich muss gleich mal ein Health-Item nehmen. So, Blendgranate. Hoffentlich bringt das was. Oh, die müssen erst rauskommen. Nein. Normale Granate. Ja. Komm schon. Und jetzt Blindgranate. Wie viel überlebt ihr denn? Habt ihr kaum noch Schuss? Ich glaube, das müssen wir nochmal machen. Und unsere Ressourcen richtig einsetzen. Au. Ich mache gar keinen Schaden. Das gefällt mir. Okay. Jetzt wird der erste durch eine Blendgranate draufgehen. Spring doch rüber, Kollege. Oh, ich habe so viel Munition verschwendet. Jetzt eine Blendgranate und die werden platt. Kollege. Ja! Und tot ist er. Hast du es so gefreut? Nein. Sehr schön. Auf den letzten Schuss. So. Das reicht mir jetzt aber. Komm, nimm doch ein Schwert oder sowas. Okay, die Vase nehme ich und alles, was hier liegt. Wieder Pistolenmunition. Zumindest 10 Stück. Her mit dem ganzen Loot. Her mit dem ganzen Loot. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist, dass man in dem Spiel so wenig Munition hat. Oder ob ich einfach nur hervorragend darin bin, daneben zu schießen.
Das kann ich echt nicht beantworten. Aber jetzt, wo wir looten können, können wir mal hier ordentlich durchgehen. Ich würde die Schrotflinte aber einfach mal so sicherheitshalber nachladen. Man weiß ja nie, ob diese werten Herren hier wieder zum Leben... Ah, hier kommt er gar nicht durch. Na gut, das Spiel hat für mich entschieden, dass ich anscheinend wieder genug Munition gesammelt habe. Dann geht's nach oben. Gibt bestimmt noch die ein oder andere Vase, die Ashley nicht zerstört hat, die wir aber zerstören konnten. So, jetzt würde ich aber meine Drohung wahr machen. Pistolenmunition. Und gleich nochmal. Oh, ist das schön. Fast 40 Schuss ist ja wie an Weihnachten. Das freut mich. So, jetzt aber keine Gruselviecher mehr in der Episode. Ich kann mir nicht wirklich mehr leisten. Hier kommen wir auch noch durch. Oh, jedes Spiel speichert. Ja, ich weiß auch warum. Gegen den Kollegen. Ja, haut drauf. Ich höre hier doch noch so viel. Hier rechts auch. Egal, schalt mal erstmal den aus. Hey, durch den Türrahmen. Was soll denn das? Oh, nachladen. Hallo. Würdest du sterben? Dankeschön. Dankeschön. Das könntest du ruhig öfter machen. So, hier. Also, da war der Aufzug mit den Schlüsseln, die dann nur Ashley hatte. Da hinten ist auf jeden Fall noch so ein Trampelviech. Hier ist es. Ja. Nein, bleib liegen. Bleib liegen. Ach. Shit. Mist. Da sagst du was, Leon. Wir waren einfach zu langsam. Ja. Na, das läuft ja diesmal. Ich glaube, meine Waffe ist ein bisschen stärker geworden. So, jetzt hier nach all den Schätzen fahnden, suchen, die Ashley wieder liegen hat lassen, weil sie mich hasst. So. Ja, da ist doch eine schöne Truhe. Und ich habe keinen Schlüssel dafür. Ah, ich hoffe, Ashley hat diesen Schatz zumindest geplündert. Ich glaube aber nicht. Als Ashley hatte ich zu viel Angst. Und meine Waffen nicht. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Wo kommen wir denn hier hin? Ist das eine Bibliothek? Irgendwas war ja in letzter Episode... Irgendwer hat was von Bibliothek gesagt. Egal, 1000 Peseten, die nehme ich ohne zu fragen mit. Ja, das sieht aus wie eine Bibliothek mit den ganzen Büchern. Jetzt erkenne ich es auch. Ah, der seltsame Quader... Oh je, oh je. Ich habe das Viereck schon gesehen. So, ja. Ich versuche mein Möglichstes. Ja, das passt irgendwie nicht. Ja, das wollte ich jetzt nicht drücken. So, wir müssen... Nee. Ja, jetzt nur falsch rum. So, und dann nochmal nicht so rumdrehen. So rum. Ja. Sehr schön. Eine Waffe. Ein CQBR-Sturmgewehr. Wer braucht denn sowas in der Bibliothek? Das hört sich hier beim Umsortieren gerade wie Schritte hinter mir an. Ich bin nur leicht panisch, aber während ich im Inventar bin, ist mir noch nie was passiert. Zumindest nicht in dem Spiel. Dann leg ich's mal drauf an. Her damit! Was für ein schönes... Hab ich Munition dafür? Kollege, du kommst auf die 7. Du kommst definitiv auf die 7. Und ich habe 20 Schuss. Ist das schön. Na, ein Glück sind wir hier nochmal lang gegangen. Alles tot? Alles tot, was tot sein sollte? Ja. Im Großen und Ganzen würde ich ja sagen. Na gut. Dann haben wir, glaube ich... Hier passt der seltsame Quader auch rein.
Benutzen ist ja schön. So, den müssen wir, glaube ich, nur einmal kippen. Nicht in die Richtung, sondern in die Richtung. Ha. Ich habe das Förmchenspiel nochmal gespielt. Das ist aber eine... Ich wollte sagen, tolle Katze, ist aber ein Luchs. Naja, man kann sich ja auch mal irren. Schreibmaschine. Können wir nochmal speichern. Ich dachte, wir hätten ganz oben gespeichert. Oh, überschreiben wir nochmal. Sehr schön. Da ist ein Wappen. Hier ist eine Vase. Mit schönem Schießpulver innen drin. Dann hier noch irgendwas. Nö, sieht nicht so aus. Hoffentlich hat der Kollege hier auch noch ein bisschen Loot für uns. Nö, leider nicht. Na gut. Hier ist auch nichts zum Looten. Ach, das ist wieder so traurig. Na gut. Dann können wir hier runter. Die Vase nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich bin doch nicht verrückt. Ich kann doch nicht 300 Peseten zurücklassen. Hier war ich auch schon drin. Hoffe aber, dass hier keine Rüstung Streit anfangen will. Achso, hier kommen wir wieder nach unten zum Löwenkopf. Das müssen wir nicht... Na? Gerade noch aus dem Augenwinkel gesehen, ein kleiner Schlüssel. Interessant, wofür wird der denn wieder gebraucht? So. Und ganz am Anfang haben wir ja schon gesehen, wo es eigentlich lang gehen sollte. Das müssen wir nur wiederfinden. Pistolenmunition. Ein Glück habe ich so einen Lootzwang. Es speichert mal wieder. Ich höre was. Hier waren wir aber doch schon. Hört auf damit. Wieso seid ihr denn wieder hier? Ich habe euch gesäubert. Könnt nicht einfach wieder aufstehen. Oder ist das der Thronsaal? Das macht keinen Sinn. Ja, Oma, halt die... Ja. Bleib mal liegen. Was habt ihr denn gerade im Gesicht? Ach, das ist so ein Kopftuch. Halstuch. Na gut. Warum auch immer die zwei da waren? Oh, bei der Truhe beschwere ich mich nicht. Her mit den Diamanten. Bisschen Kunstraub wird uns auch stehen. Weil ich denke, ich bin mit meiner Bezahlung, egal wie viel es sein mag, sehr unzufrieden. Stand, glaube ich, nicht in meiner Jobbeschreibung, dass ich hier gegen infizierte Nonnen kämpfen muss. Und irre Kultisten. Also zumindest würde ich persönlich so einen Job eher nicht annehmen. Na gut, hier ist noch eine Vase mit einem Ei drin. Ja, komische Leute. Sehr, sehr komische Leute hier. So, hier waren wir aber auch schon. Ah, ein zweiter Blick kann nicht schaden. Hätte ja beinahe Diamanten liegen lassen. Na gut, das ist dann relativ eindeutig, dass hier nichts mehr zu holen ist. Springen kann ich auch nicht. Na gut, dann... Haben wir jetzt genug rumgetrödelt, dann wird es tatsächlich mal Zeit, Ashley zu helfen. Ah, die schlägt sich ja bis jetzt ganz wacker. Ah, ich mag das nicht, wenn hinter mir Türen automatisch zugehen. Wenn man nicht eindeutig erkennt, dass es eine Automatiktür ist, dann habe ich natürlich kein Problem damit. Also in Horrorspielen einfach bäm, Tür zu. Sehr, sehr gruselig. So, dann würde ich sagen, hier waren wir ja schon. Ja, hier sind wir als erstes dann abgetaucht, dann muss es hier weitergehen. So, einmal nachladen. Und dann, okay, so ein Flugvieh. Könnte mich doch nicht so erschrecken. Könnt mich doch nicht so erschrecken. Ungeziefer. Ja. Scheiß Ungeziefer. Hui, mein Puls ist gerade ein bisschen. Ja. Hey, jetzt komme ich nicht mal da durch. Ah, okay. Der geht aber schnell down.
Wie konnte ich meine ganze Pistolenmunition wieder verbrauchen? Nur noch 7 Schuss? Das kann doch nicht wahr sein. Ah, wenigstens bisschen was. Bisschen was zum Nachladen. Und nochmal bisschen was. Na gut. Wenn es so weitergeht und ich in jedem Schrank wertvolles Zeug finde, dann beschwere ich mich nicht mehr. So, mal hier schön umschauen. Wieder ein so nettes Halskettchen von den, ja, von dem schönen Kult hier. Lila Blumen. Ah, anscheinend nicht zum Essen. Ungenießbar. Chroniken der Arbeit 1. Juli, 2 Jahre nach meinem Erwachen. Ramon, mein über alles erhabener Herr und Gebieter, hat mir die wahrlich rechtschaffene Aufgabe erteilt, die Schwächen unserer menschlichen Form zu überkommen, nach Perfektion zu streben, wie wir sie in unseren gliederfüßigen Geschwistern beobachten. Ich werde dieser Sache bereitwillig mein Leben widmen. Januar, 4 Jahre nach meinem Erwachen. Mein Erfolg steht und fällt mit der Frage, ob ich die schwarze Flüssigkeit erfolgreich in den menschlichen Körper übertragen kann. Die Gebärmutter ist der Schlüssel. Reine Seelen haben sich als äußerst formbar und anpassungsfähig erwiesen. Januar, 6 Jahre nach meinem Erwachen. Ich habe die heiligen Larven, die die Auserwählten in ihren Gebärmüttern tragen, nach mir benannt. U2, sie sollen das Ansehen meines Familiennamens tragen, ganz als ob ich sie aus meinem eigenen Fleisch geboren hätte. Die U2 haben nun in etwa die Größe eines erwachsenen Menschen und sie fressen und vermehren sich ohne Unterlass. Ich habe erfolgreich eine neue Spezies erschaffen. Mein Herr hat meine Bemühungen gewürdigt und mir sein Lob erteilt. Er hat Gefallen an den U2 gefunden und nennt sie Novus Tadores, die Ungesehenen. Mir wurde mitgeteilt, dass sogar seine Heiligkeit Lord Settler höchstpersönlich seiner Zufriedenheit mit meiner Arbeit Ausdruck verliehen hat. Welch große Ehre! Ich kann durch den Schleier meiner Freudendrehen kaum erkennen, was ich schreibe. Sein treuer Diener Isidoro Uriarte Talavera. Ja, den Namen habe ich eventuell ein bisschen hingerotzt, würde ich sagen. Das stand da, glaube ich, nicht, aber irgendwas Spanisches. Könnt ihr ja nachlesen und versuchen, ob ihr es besser aussprechen könnt. Ich habe nur den einen Versuch gehabt. Schießpulver. Oh je, wenn so viel rumliegt, dann bricht hier wahrscheinlich gleich die Hölle los. Dann würde ich sagen, mach mal doch mal ein bisschen. Ich bin überfragt. Ich bin echt überfragt. Eine schwere Granate, eine Blendgranate. Auch eine Blendgranate wird sich auf jeden Fall anbieten. Vielleicht auch eine zweite. Das mit der fehlenden Munition werden wir einfach live improvisieren. Ihr kennt mich da. Ich hau auch mit dem Messer zu, wenn es denn sein muss. So, noch alles nachladen. Vor allem das Gewehr. Sonst fällt mir alles so schwer. Können wir da oben... Da ist ein Hebel. Ich mag Hebel. Aber das Spiel lässt mir nur den einen Weg die Treppe runter. Na gut. Kann man nichts machen. Da ist ja so nackt. Okay. Soll ich gerade schon sagen. Ja. Ja. Ich bin nicht begeistert von deiner neuen Spezies. Runter von mir. Ich habe Insektenspray dabei. Glaube ich zumindest. So, das halte ich von deiner Spezies. Gar kein Fan. Will noch wer aufs Maul? Ich höre zumindest welche, die aufs Maul wollen. Ich sehe aber keine. Oh, hört doch mal auf mit der creepy Musik. Ja. Ist recht. Ja. Spart Munition. Jo, ist hier gut. Wo kommt ihr alle her? Wo kommt ihr denn alle her? Ich habe noch 7 Schuss in meiner Pistole. Und ich werde sie benutzen. Komm schon. Ja. Nahkampf. Pistolenmunition. Oh, wo... Ihr liegt hier echt nur rum und wartet, jemanden zu attackieren. Findet ihr das gut? Nein. Finde ich auch nicht.
nicht abhauen. Ich kann es gar nicht leiden, wenn man Krabbelviecher sieht, genau im Auge behält und die dann einfach abhauen. Ja. Mögt ihr Blendgranaten? Oh, da ist noch eine. Na gut. Nachladen. Und dann die geflügelten Monster. Au. Sehr schön machst du das, Leon. Sehr schön machst du das. Ich höre leider noch mehr. Ich höre leider noch mehr. Aber die droppen gutes Zeug. Ich bin noch etwas irritiert. Weil das so ein ganz hohes Geräusch ist, das ich nicht ausstehen kann. Das Spiel macht mir Angst. Mehr Angst, als es nötig wäre, hier zu haben. Eine schwere Granate. Die wird auf jeden Fall demnächst zum Einsatz kommen. Er ist hier gut. Oh, ist das schön. Ich kann Munition sparen. Aber ich würde tatsächlich sagen, Zeit für ein Hilfe-Item. Ja. Nur falls mich doch mal was von hinten angreift. Handgranate. Ja, warum denn nicht? Und so viel Pistolenmunition, wie ich tragen kann. Trotz der Krabbelviecher. Krabbelviecher? Nicht Krabbelviecher. Krabbelviecher sind auf dem Kölner Karneval. Würde ich sagen, ist es ein schöner Tag. Vor allem für Munition. Und für mein Messer. Das gibt zwar gleich den Geist auf, aber solange es das noch nicht getan hat. Ja, 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 ja. Ist der Hin. Jo. Da schaust du, was? Und da schaue ich jetzt. Ist der Hin. Ja, das sagt Leon überraschend oft, dass es kein Ende nimmt. Immer kurz bevor es ein Ende nimmt. So, trotzdem noch komische, nervige Geräusche überall. Erstmal die Piseten einsammeln. Ja, alle fertig. Wunderbar. Ein Schmuckkäfer, ich werd nicht mehr. Zumindest Humor hat das Spiel. So, dann wollen wir mal hier hoch die nächsten Insekten ausrotten. Zum Beispiel das da. Habe ich doch genau wieder erkannt. Kannst du nicht einfach abstürzen und unten bleiben? Ja, genauso für dich. Kollege. Hey, du kommst zurück. Nicht während ich nachlade. Nicht während ich nachlade. Na, explodieren können sie aber schön. So, hoffentlich bringt das jetzt was. Ach, das war erst das erste von zwei Gittern. Spiel. Sei doch nicht so gemein zu mir. Haben die Munition fallen lassen? Ja, aber nur da. Und hier wäre ein Händler. Und eine schöne Goldkarre. Mal sehen, ob wir da hinkommen. Hier ist zumindest eine Tür. Die können wir aufsperren. So. Achso. Hier kommen wir ja hier. Hier kommen wir ja hier. So. Ist hier dann auch eine Leiter oder wie komme ich hier am besten hoch? Ich weiß es nicht. Ich würde auf jeden Fall erstmal die Piseten nehmen. Dann die Vase kaputt machen. Schön, können wir wieder Zeug nachcraften. Und dann wäre die Frage, was der richtige Weg ist. Ich glaube, das sieht gar nicht so schlecht aus. Aber vielleicht ja doch. Nee, hier kommen wir ja her. Hab ich den Hebel schon berührt? Die Antwort lautet wahrscheinlich eventuell. Genau so in dem Ton. Ich schätze, wir müssen einfach die andere Treppe da hoch. Ansonsten beschwere ich mich, dass hier alles viel zu gleich aussieht.
Das muss jetzt aber was bringen. Ah, hier war zumindest eine Kiste noch übrig. Das heißt, das ist definitiv der neue Weg. Und da gibt es auch nochmal schöne neue Feinde. Also, schön sei dahingestellt. Ah, neue Feinde gab's. Ja, ist ja gut. Nachladen. Ne? Ja, wunderschön machst du das. Explodieren können die echt gut. Ich bin beeindruckt. Ist hier gut. Ist hier gut. Mensch, wie viel von den Insekten hat er denn in den Gebärmuttern von irgendwem erzeugt? Leon hatte recht, es nimmt kein Ende. Oh. Ein verschwendeter Schuss. Da werde ich immer so traurig. Na gut. 10 Schüsse mehr. Da kann man sich auch nicht beschweren. Also Munition gibt es in dem Level zumindest ordentlich. Dann befreien wir mal die Mutter aller Insekten. Nee, keine Ahnung, was da unten auf uns wartet. Ich hoffe, das ist nur der Weg. Runterspringen. Oh, mein Bein. So. Wo ist jetzt... Ah, einfach hier. Ich wollte doch noch zum Händler. Oh, lach doch nicht wieder so. Tja, deine Ritter auch nicht. Das ist doch gut. Oder nicht gut. Wieso geht die jetzt nicht weiter runter? Ist da noch ein Gegengewicht? Keine Ahnung. Ich würde hier erstmal klar Schiff machen. Nochmal Rohstoffe. So, ich kann ja schlecht auf Seil da schießen. Ne, das hat nur einen Schuss verschwendet. Also war das wieder mal relativ dämlich. Na komm. Ein Gegengewicht habe ich doch schon getroffen. Wo? Was will das Spiel jetzt von mir? Dass ich die letzte Vase hier zerstöre? Magnum-Munition kann ich gut gebrauchen. Sollte mal öfter finden. Und durch das Gitter komme ich definitiv nicht. Also, könnt mal schauen. Okay, da ist nur ein Sprachrohr. Ich glaube, das bringt nichts, wenn ich da reinschieße. Bin jetzt tatsächlich ein bisschen überfragt. Was willst du von mir, Spiel? Da ist ein Gegengewichtbehälter. Und hier ist keiner. Aber hier ist noch eine Vase. Das sind 600 Piseten, aber nicht wirklich die Antwort. Da ist noch was Gelbes. Vielleicht muss ich eine Granate gegenwerfen. Ach, die werden mich hier meine Granate nicht so einfach verschwenden lassen. Gut. Immer der gelben Schmiere folgen. Irgendwann erklärt sich von selbst, was das Spiel von einem will. Nein, nicht schon wieder so ein Folterknecht. Der sieht auch cool aus. Tschüss. Hat das was gebracht? Ich muss auf jeden Fall die Handgranate mal ausrüsten. Vielleicht auf die 8. Haben wir 2 Stück. Tschüss. Ich werf die nicht weit genug. Ja, ist ja gut. Au. Oh oh. Granaten wieder verschwendet. Sehr gut. Mach die erstmal selber fertig. Was ist denn das? Ein Schild? Ne, eine Blendgranate. Na gut. Ich wünschte, ich hätte meine Granaten noch für euch. Muss ich tatsächlich sagen. Na gut, ich lasse mich mal freiwillig töten. Vielleicht auch nicht. Ihr macht du das mal. Ihr Foltermeister. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Und ein Schulterwurf. Habt ihr noch Granaten für mich?
Also freiwillig zu sterben ist in dem Spiel anscheinend auch schwierig. Oh, eine schwere Granate. Ein Kindheitstraum. Nein! Ich wirf doch keine Axt. Hat euch keiner Manieren beigebracht. Blendgranate. Sehr schön. Und jetzt eine richtige Granate. Ja, hat nicht die falschen getroffen. Könnt ihr euch nicht gegenseitig fertig machen? Gegenseitig? Nicht mich. Nicht umdrehen. Ach, ihr seid ja wieder blind. Glaubt, ihr seid blind. Naja, dafür sieht der überraschend gut. Guckt mal. Hier sind neue Foltermeister für euch. So, ich glaube, ich probiere es nochmal mit einer Blendgranate. So, eine Magnum. Voll auf den Rücken. Ja! Und nieder mit dir. Au, ich wollte doch ausweichen. Ich wollte ausweichen. Kann er das denn nicht verstehen? Und tschüss. Ja, die kannst du noch fertig machen. Ja, ja. Beschwer dich bei deinem Herr und Meister. Drop doch nicht immer hier runter. Ah, ihr müsst es auch immer gleich übertreiben. Nee, ich hoffe nicht. Lasst mich erstmal die Pistole nachladen. Horn eines Einhorns. Sehr schön. Nochmal ein Horn eines Einhorns. Na, irgendwo werden wir die Einhörner wohl hier einarbeiten müssen. Hast du genug? Er hat genug. Ach, ich mag's, wenn Leute wissen, wann es am besten ist aufzugeben. Einfach mal liegen bleiben. So, dann haben wir hier schöne Vasis. Muss sagen, die Technik mit der Magnum war aber gerade wunderbar. Einfach bäm in den Rücken. Das hätte ich von Anfang an machen sollen. Vielleicht hätte ich dann weniger Munition verschwendet. Apropos Munition verschwenden. Macht aber ein ganz schönes Geräusch, muss ich sagen. Schöne Glocken. Vielleicht nenne ich so die Episode. Mag solche Anspielungen. Na gut, ich glaube, das war so. Nee, ein Stiefelmesser. Wieder nur zum Stiefel ermorden. So, ich glaube, euch müssen wir Hörner aufsetzen. Na, zuerst muss ich hier zu Ende looten. Minenaufsätze. Ich habe doch gar keinen Bolzenwerfer mehr. Ja. Das ist die einzige Stelle, wo das auch Sinn macht. Aber der Kult hat wahrscheinlich hier so viel in Forschung und Entwicklung gesteckt, nur für ihre scheiß Fallen und Geheimaktivierungsmechanismen. Das ist faszinierend. Wie viel Zeit und Geld die verdienen könnten, wenn sie was Gescheites machen. Naja. Können wir was Gescheites machen? Gewehrmunition oder Pistolenmunition? Ich mag mein Gewehr. Aber ich mag auch Pistolenmunition. Na, okay. Nein, Ashley schreit. Ashley, ich rette dich. Ashley! Leon, stopp! Ben, komm nicht näher! Bist du verletzt? Pass auf! Bitte. Fahrt vor. Oh, nicht du kleine Nervensäge. Ich werde euch alle ausschalten. Werde ich nicht, liebes. Doch, werde ich, Ashley. Glaubt mir, die Qualen wären nur noch unerträglicher. Komm schon. Tu das nicht, Ashley. Das schmeckt nicht. Scheiße. Nein, Ashley. Hör auf damit. Hör auf damit. Nicht verwandeln.
nos despedimos, Señor Kennedy. Das ist richtig, ich werde euch alle töten, sobald ich wieder nach oben komme. Wer bist denn du? Wo bin ich hier gelandet? Komm schon. Kletter nach oben. Wir müssen Ashley retten. Na gut. Das wird wohl ein längerer Weg nach oben. Halt durch, Ashley. Bin gleich zurück. Da wäre ich mir nicht so sicher. Vielleicht sterben wir hier unten. Ich bin eigentlich viel lieber in... Na, auch so erledigt? Oh, der sieht erledigt aus. Ich bin doch viel lieber in gemütlichen und hellen Räumen. Ich bin kurz davor, das Licht in meinem Zimmer anzumachen, bevor sie noch mehr Nackenhaare aufstellen. Aber ich bin mutig für euch. Ich versuche mutig zu sein. Ich hab's aufgegeben. Mich Gänsehaut das überall hin. Na gut, hab den richtigen Weg gefunden. Schlimmste ist vorbei. Ich jinx es immer am besten für mich selbst. Das nenne ich mal eine Punktlandung. Vielleicht lebt der Typ noch. Frisst uns gleich auf. Nee, anscheinend ist der tot. Würde ich den anderen auch empfehlen? Na, kann man dich noch scannen? Nö. Mit dir kann man dann nichts machen. Ich hätte hier unten die Schätze versteckt. Schwierig hinzukommen. Was zum? Ein Bär? Glaub, hier ist ein Bär. Oder nochmal so ein Riesenfisch. Wo bin ich denn hier? Die haben ja richtiges Licht da oben. Will jemand aufs Maul? War das ein Ja? War das ein Nein? Bist du tot? Ja. Insekten des Meeres. Ne, wenigstens raus aus dem Wasser. Kann ich euch abschießen? Oh, schade. Das wäre cool gewesen. Hallo. Kannst nicht leiden, wenn man so aggressiv... Ja, die wird doch sicher gleich zerbrechen, wenn ich draufgehe. Ah! Das Spiel überrascht mich. Das Spiel überrascht mich echt. Na gut, keine Wahl, da muss ich ja runterspringen. Ich habe zwei Wege, ich will aber keinen nehmen. Geh mal da hoch. Ja. Treffe ich dich, Kollege? Ja, hab dich getroffen. Ja. Schön das Schießpulver fallen lassen. Wenigstens hat er euch mit grünen Augen gezüchtet. Da erkennt man, wo man hinschießen muss. Och nö. Ach nö. Bist du tot? Bist nicht tot. Jetzt bist du tot. Und hier liegt ein Forellenbarsch. So, mir reicht's mit euch Insekten. Notiz eines Gefangenen. Ein weiterer Tod. Wie lang ist es her, seit ich hier runtergeworfen wurde? Das magere bisschen Essen, das wir zu Anfang bekamen, ist aufgebraucht und sie geben uns nichts mehr. Mein Körper schmerzt vor Hunger, der Durst ist unerträglich. Die meisten sind dazu übergegangen, das schwarze Wasser zu trinken.
Der erste, den es erwischte, war Herminio. Er war so schwach, dass er nicht einmal laufen konnte. Doch dann geriet er auf einmal völlig außer sich. Als er sich endlich wieder beruhigte, waren zwei tot. Wir sollten diese dunkle Flüssigkeit nicht trinken. Nun hat der Tod auch meinen guten Freund Abellaralu zu sich geholt. Er hat bis zum Ende gekämpft. Das Einzige, was mir bleibt, ist, ihre toten Körper zu ehren und zu beten, dass ihre Seelen Frieden finden werden. O Herr, warum stellst du uns auf solch eine Probe? Ah, furchtbar, was die Menschen hier durchmachen mussten. Aber was für eine geile Krone. Die ist doch hoffentlich mal was wert. Komm mal hier durch. Ja, sieht gut aus. Sehr gut. Solange uns nicht die ganze Scheiße auf den Kopf fällt, bin ich auch zufrieden. Eine Leiter. Selten so zufrieden gewesene Leiter zu sehen. Hoch mit uns. Weg aus dem schwarzen Wasserbach, was auch immer. Nein! Leon, stell dich jetzt nicht an. Auch das noch. Will mich jetzt nicht entwickeln. Oh, wieder so dunkel hier. Und ich krieg nicht mal Geld dafür, dass ich die Ratten ausschalte. Weg mit euch, Kisten. Weg mit euch. Rotes Kraut, wunderbar. Ich glaube, das Gelbe sollte man mal nehmen, dass die Gesundheit dauerhaft steigt. Aber das macht man wahrscheinlich wieder live in irgendeinem Kampf. Sieht aus wie ein altertümlicher Trafo, Generator, was auch immer. Beliebiger Begriff aus dem Teil der Elektrotechnik. So. Muss ich da rein? Nö, ein Glück. Händler. Dass der sich hier mal zu so einem Ort begibt. Hast du einen Auftrag erfüllt, stimmt's? Ja, kann zwei sogar. Nasenspitze ablesen? Gute Arbeit. Ja. Kann ich dich begeistern? Na, zum Tauschen. Ich habe 19 von den Dingern. Eine elegante Maske. Okay, es die kann ich Dinge, nur verkaufen. Die kann man nicht mit Geld kaufen. Die Mathilda gefällt mir aber nicht. Spezial-Upgrade-Ticket. Ein Einmal-Ticket, das unabhängig von der Modifikationsstufe einer Waffe Zugang zu deren Spezial-Upgrade gewährt. Oh, das ist gar nicht so schlecht. Ein schwarzer Aktenkoffer. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, Rohstoffe L zu finden. Her damit. Ich habe einen roten Aktenkoffer. Ein Aktenkoffer aus Leder. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, rotes Kraut zu finden. Oh, ich wusste ja gar nicht, dass ich scrollen kann. Na gut. Ach, mein Rücken bringt mich um. Die Jahre sind wohl nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Das ist richtig. Her mit den 10 Schießpulvern. Ah, damit machst du nichts falsch. Ja, das hoffe ich doch. Und dann ein Hochleistungs... ich brauche eigentlich nicht so ein gutes Zielfernrohr. Behalt mal das nochmal im Hinterkopf. Also, Kampfmesser wird repariert. Viel Glück, Fremder. Dankeschön, Gute Fremder. Arbeit, wenn ich das mal so sagen darf. Dankeschön. Halt die Fresse. So, dann müssen wir wahrscheinlich wieder Wäre Schätze kombinieren. Sonst holen wir das meiste nicht raus. Vielleicht die Krone hier. Edelsteine einsetzen. Da rein. Da rein. Kann ich die Krone nicht behalten? Irgendwie als Souvenir oder sowas? Das wäre doch cool. So. Jetzt sieht das schön aus. Und dann haben wir noch ein paar. Ich glaube, für die extravagante Uhr. Nee, nicht ganz. Da braucht man auch so einen breiten. Wir haben nur noch Runde. Aber hier können wir Runde reinsetzen. Ja. Und das zweite Loch. Rein ins zweite Loch. Drei Löcher haben wir nicht, das ist schade. Ah, was soll's. Können wir auch einfach. Ein gelbes Auge und ein rotes Auge. Sieht der Lux jetzt nicht bescheuert aus? Okay, ich glaube eher mit dem blauen Auge. Der ist in 3D. Na gut. Dann wollen wir, ach, was soll's. Haben zwar nicht hier ein schöner gelber rein. Sieht doch jetzt viel besser aus. Na gut, die können wir dann verkaufen. Willkommen. Ja.
So, elegante Krone, 108.000 Peseten. Der goldene Lux und die extravagante Uhr. Keine Ahnung. Lässt sich sicher verkaufen. Na gut. Der Schmuckkäfer kommt auch weg. Und guckt mal, wie viel Geld wir haben. Ah, dafür lasse ich einiges springen. Das ist sehr gut. Dafür können wir auch ein bisschen was machen. Echt, meine Blacktail ist noch nicht modifiziert. Eine gut eingestellte Waffe kompensiert mangelndes Können, Partner. Na, ein Glück, ich habe sehr viel mangelndes Können. Wartest du immer schon so teuer? Naja, Pistole brauchen wir am meisten. Wir könnten auch den Raketenwerfer mal kaufen. Würde mich jetzt auch interessieren. Meine Waren sind in Ach, was soll's. Man Raketenwerfert nur einmal. Das müssen wir kurz mal anpassen. Wir können bestimmt was craften. Zum Beispiel die Pistolenmunition. 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 Gelbes Kraut. Kräutermischung. Grün und Gelb. Kann ich nicht nur... Ja, Grün und Gelb. It is. Und Grün und Rot. So, Inventar soll schon etwas besser aussehen. Kann ich die Bolzen einfach fallen lassen? Rein, raus bewegen. Ich kann automatisch sortieren. Das verschafft mir natürlich keinen Platz für einen Raketenwerfer. Da schauen wir gleich mal. Okay, die Messer würde ich verkaufen. Das ist egal. Nehmen wir gleich jetzt. Das ist natürlich sinnvoll. Die Messer und die Bolzen müssen weg. Wofür kann ich dich begeistern? Dass du meine Stiefelmesser nimmst. Ich kaufe fast alles. Die Bolzen. Ich glaube, wir haben noch Minending. Aufsätze. Ja, der Forellenbarsch, den würde ich lieber essen. Schießpulver auf jeden Fall behalten. Komm, ich dachte, wir hätten echt noch so Minenaufsätze. Ist egal. Das, was verkauft ist, verkaufen. Besten Dank. Kann, stirb mir da draußen nicht weg. Keine Sorge, ich habe Speicherstände. Das passiert nicht so leicht. So, ich würde sagen, ja, hier sind doch die Minenaufsätze. Ohne Bolzenwerfer sind die relativ nutzlos. Wieso habe ich die gerade nicht gesehen? Bin ich wieder dämlich gewesen? Achso, der Fisch ist zu lang. Der Fisch ist einfach zu lang. Also einmal verkaufen. Minenaufsätze. Kann ich die echt nicht? Doch, da sind sie. Dir dein ganzer Krempel wenig. Ja. Ja. Ist ja recht. So, du kommst da hin. Und dann habe ich hoffentlich gute Neuigkeiten für uns. Raketenwerfer! Ich kann nicht sagen, aber manchmal sind die Dinge interessanter, wenn alle die gleichen Chancen haben. Findest du nicht? Auf jeden Fall. Oh, da freue ich mich drauf. Vielleicht haben wir im gesamten Spiel nur einen Schuss, aber das ist mir wert. So, nochmal ein Erste-Hilfe-Spray. Ein paar Vorratskäufe? Gute Entscheidung. Und dann, was wollen wir denn machen? Ach, Angriffskraft nochmal hoch auf der Pistole. Probier mal, wie sich das anfühlt. Angenehme Reise. Dankeschön, gleichfalls. Auf jeden Fall speichern. Zweiter Slot. Sieht gut aus. Ich würde sagen, das sieht gut aus. Alles aufnehmen können. Wunderschön. Weiter geht's. Eine Notiz. Flüssigstickstoff duschen. Antragsteller Isidero Uriarte Talavera. Tag der Einbauarbeiten 2. November 2002. Der Einbau der letzten Monate beantragten Flüssigstickstoffduschen für Notfälle ist abgeschlossen. Warnung, Flüssigstickstoff ist extrem gefährlich. Oh, jetzt habe ich aber Angst. Fahrlässiger Gebrauch kann Blindheit, Erfrierung und sogar den Tod zur Folge haben. Vorsicht bei der Handhabung. Ach, das hängt da bestimmt einfach nur so. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwelchen Gefahren ausgesetzt sind. Oh, ich habe Angst, dass irgendwelche Monster hier durchdroppen. Ich glaube, das ist eine begründete Angst. Sonst wird das Spiel die nicht so präsent dahin machen. Da leuchtet was grün. Das gefällt mir zumindest mehr, als wenn was rot leuchtet. Nee, echt nicht. Komm schon, der Button hat grün geleuchtet. Was erwarten die von einem?
Oh, muss ich was zusammenmischen? Meine Chemiker-Skills rausholen. Chroniken der Arbeit 3. Mai, 9 Jahre nach meinem Erwachen. Sobald ich dieses Ventil öffne, wird schwarze Flüssigkeit in meine Venen strömen und sich in meinem ganzen Körper verteilen. Das hört sich echt nicht gut an. Dies wird vermutlich die schmerzvollste Erfahrung in meinem Leben. Ich kann es kaum erwarten. Es ist eine Ehre, die heiligen Wehen der Wiedergeburt durchleiden zu dürfen. Bei meinem nächsten Erwachen werde ich ein wahrer Diener meines Gebieters Ramon sein. Ich, Isidro Uriarte Talavera, schwöre hiermit feierlich, dass ich ein Tunichtgut bin. Ich werde die Grenzen des Menschlichen übertreffen und ein wahrer Diener Gottes werden. Ich werde die Ketzer finden und ihr Henker sein, ihr Verdugo. Ja, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, der erwartet uns hier unten. Vielleicht ist er so eklig, dass sie ihn hier weggesperrt haben. So, das Messer braucht man nicht. Ja, kein Platz dafür. Der Raketenwerfer muss seinen Platz natürlich finden. Schnellzugriff auf die 8. Ein Schusshammer zumindest. Komm mal hierher. Ich glaube, da komm mal her. Pistolenmunition. Ah. Die Leute sind doch gestört. Ja, obwohl der sieht eher arm aus und nicht so gestört. Mitteilung Stromversorgung. Vorrichtung außer Betrieb. Um Energie zu sparen, wurde die Stromversorgung eines Teils der Einrichtung einschließlich des Aufzugs unterbrochen. Sehr gut, muss ich wieder Treppen nehmen. Die Stromversorgung kann bei Bedarf über den Schutzschalter im hintersten Bereich des Versuchsgeländes wiederhergestellt werden. Ja gut, da müssen wir wohl hin. Da müssen wir wohl den Strom anmachen. Was ist denn das hier für ein Gegagel? Kann ich nicht einfach die 2 Stecker hier einstecken und dann passt es? Ich glaube nicht. Also das bin jetzt nicht ich. Waffe. Wer will denn aufs Maul? Flüssigstickstoff. Davon halte ich mich lieber fern. Ja, ja. Ich hoffe auch. Komm schon, Strom. Jetzt passiert. Nein. Eher mit dem Flüssigstickstoff. Ich hab Angst. Was hat das jetzt gebracht? Nix, oder? Scheint außer Betrieb. Oh, hatte ich so viel Angst. Oh, die Rohstoffe sollte man nicht vergeuden. Komm, das kann man doch geschickter machen. Ja. Oh, das sind wirklich riesige Rohstoffe. Die brauchen 3 Slots, das habe ich jetzt auch erkannt. Ein Fisch zum Fressen. Na, lecker. Die Energie brauche ich sowieso. Ja. Ja, mit dem Flüssigstickstoff. So, und dann jetzt was? Dann jetzt was? Hätte ich ihr ausweichen sollen. Ich glaube, ich hätte ihr ausweichen sollen. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ich habe kaum Angst. Kaum der Rede wert. Sehr gut, Strom läuft. Bösen Dinger müssen wir ausweichen. Ja, echt Drecksvieh. Kann ich dich töten? Nein! Wieso bist du nicht nachgeladen? Nein! Nachladen! Komm her! Und nicht aufnehmen.
Ja! Ziehe! So gefällst du mir schon besser. Aus dem Weg! Ich sagte aus dem Weg. Na gut. Dann vielleicht mit der anderen Stickstoffversorgung. Ach komm schon! Muss das jetzt sein? Na gut. Es musste anscheinend sein. Wieso wird das so theatralisch gemacht? Was wirst du tun? Mich angreifen? Ich durfte mich angreifen. Fuck! Nochmal fuck. Nochmal fuck. Ja, ist gut, ist gut. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Du bist ein mieses Vieh. Ich hätte ein Health-Item nehmen sollen. Ich sehe das jetzt ein. Ich hätte ein Health-Item nehmen müssen. So. Her mit dem Strom. Ja. Wo bist du denn? Ja, komm hier. Ja, komm hier. Au. Au. So gefällst du mir schon besser. So. Dann hoffen wir, dass wir es jetzt immer noch so geschickt aufkriegen. Ich glaube, diesmal kommt es aber schneller näher. Ich hör's. Ich sehe nicht hin, aber ich hör's. Na gut, das hat irgendwie gepasst. Ich bin etwas aufgeregt. Warum auch immer. Kann man das direkt hier links ausschalten? Nee, wahrscheinlich nicht. Ah, ausgewichen. Na komm runter. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Drück. Drück doch. Ja. Du solltest mal chill. Echt mal chill. Oh je. Wie viel überlebt denn der Kollege? Nein, ich weich doch aus. Lass mich durch. Ich bin Arzt. Nee, ich muss zu einem Arzt. So, hier sieht's doch auch interessant aus. Her mit dem schönen Kräutersaft. Aha, ausgewichen. Komm schon. Komm schon, wie schalte ich dich denn aus? Du musst doch an den Loot hier kommen. Au. Ist ja weg. Ja. Ich hab's mitbekommen. Ein unfreundliches Wesen der dritten Art. Komm schon. Mehr Flüssigstickstoff. Ja, komm. Ja. Bist du immer noch nicht tot? Ich aber. Ich aber fast. Ein Health-Item. Was hilft denn gegen das Vieh? War das eindrucksvoll genug? Na komm schon. Eine Ladung habe ich noch. Eine Ladung mit deinem Namen habe ich noch. Na, wo bist du?
eben schon. Irgendwie muss das doch. Wieso geht das nicht down? Wie viel willst du noch aufs Maul? Ja! Ein Glück den Raketenwerfer gekauft. Ein goldenes Monokel. Mein Beileid an meine Munition. Komm schon, hier muss doch noch ein bisschen was rumliegen. Ja. Der Fahrstuhl ist da. Und ich bin komplett am Arsch wieder. Ah, der Raketenwerfer war gut. Gute Entscheidung, den zu kaufen. Oh, ich habe doch so viel Pistolenmunition. Ich habe nur nicht nachgeladen. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Wir haben Munition. Sogar in unserem Revolver. So. Und in der Schrotflinte. Schön nachklicken. Klick, klick, klick. Komm, konnte man hier noch was machen? Eine Schatztruhe. Und ein gelber Diamant. Ganz, ganz wichtig. So, da ist ja die Tür. Können wir noch was craften. Gewehrmunition, Flintenmunition, Pistolenmunition. Erklärt mich für verrückt. Diesmal entscheide ich mich für die Pistolenmunition. Da haben wir jetzt die maximale Anzahl erreicht, so wie das aussah. Na gut, Leon wird schon wissen, was er da tut. Rein in den Fahrstuhl. Warte mal, um ganz sicher zu gehen. So. Du kommst nicht zurück. Jetzt können wir die Messerchen hier noch aufsammeln. Da kommen aber auch komische Geräusche jetzt raus. Bin ich gar nicht so begeistert, das rauszufinden. Ab in den sicher wirkenden Fahrstuhl. Und nach oben geht's. Hoffentlich nicht nach unten. Nee, es geht nach oben. Oh, oh. Es wird Zeit für mein Insulin. Das ist jetzt gar nicht so gut. Hast du es mit einer Aspirin versucht? Erbarmenswertes Schaf. Dein Leiden kann enden. So wie für unsere jüngste Tochter. Nein. Die nun eine der Nein, Ashley. Ist, die aus unserem Fleisch ist. Unserem Blut. Nein, Ashley. Ein treuer Jünger wird ihr den Weg weisen. Ich hoffe, die können wir heilen. Bring den umherirrenden Kindern die Erlösung. Wir haben noch Erlösung daheim. Wer war denn das? In der Messerreflexion habe ich das jetzt nicht wirklich erkannt. War das Louis? War das irgendwer, den ich kennen sollte? Nee, da ist Louis. Ich mach dir einen guten Preis. Interessant, dieser Louis. Na gut, wir sind am Ende vom Kapitel angekommen. Damit endet die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.